Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, bei manchen Anträgen kann man nur versuchen, humorvoll damit umzugehen. Ich werde aber sowohl sehr ernsthaft über das Phänomen sprechen, weil das verdient ist, aber nicht über die restlichen Implikationen Ihres Antrags. Ich habe den heute Morgen gelesen, war auf dem Weg hierher vom Bahnhof, und dann ist mir Folgendes passiert, weil so ein Antrag macht ja was mit einem. Da ist eine Gans vor mir bei Rot über die Straße gegangen und alle Fahrzeuge mussten halten. Und da dachte ich, das geht nicht. Ich konnte da jetzt keine Identitätsfeststellung machen. Ich habe ein Foto, das kann ich Ihnen dann geben. Die Gans, die kriegen wir. Und dann sage ich, raus mit der aus Düsseldorf. Raus mit der aus Düsseldorf. Zum Antrag. Da schreiben Sie ein Professor Detlef P. Da fand ich gut, weil normalerweise schreibt man das so bei Beschuldigten, nicht den Nachnamen aus. Detlef P. Das war dann ein, habe ich nachgeschaut, der heißt Detlef Pollack. Da dachte ich, Sie sind aber sehr sensibel mit den Namen umgegangen. Hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Aber auf jeden Fall, Detlef P. stellt jetzt fest, dass ein Autokorso eine Ausdrucksform nationalen Stolzes sein kann. Ja, da kann ich da sagen, ja, das wissen wir. Spätestens seit 1990, seitdem Fußball-Weltmeister waren, wir ständig auf die Straßen gehen. Und ich darf daran erinnern, 2018 haben wir das nicht gemacht. Ja, da gab es jetzt, selbst nach dem Schwedenspiel haben wir das nicht gemacht. Aber 2008, Fußball-Europameisterschaft, permanent die Autokorsos, sowohl wenn die Deutschen gewonnen haben, übrigens auch wenn die türkische Nationalmannschaft gewonnen hat. Das ist bloß zu Ende gewesen in der 89. Minute nach dem 3:2 von Deutschland gegen die Türkei. Lahm hat das Tor geschossen. Bayern-Fans wissen das. Da hat quasi der Lahm der türkischen Gemeinde den Autokorso lahmgelegt. Und wir sind rumgefahren, haben unsere Fahnen geschwenkt und das über Stunden. Aber hallo. Und als dann Spanien das Endspiel gewonnen hat, da fuhren nur einige wenige Spanier im Korso rum. Da dachte ich mir, Mensch, da musst du eigentlich mitfahren. Das ist so traurig. Aber dann konnte ich dem Torres das nun doch nicht verzeihen, dass er das Tor gemacht hat gegen Lehmann. Und ich hatte auch keine spanische Flagge dabei gehabt. Insoweit gut. Fremde Sitten Autokorso? Nee, Leute, ist es nicht. Auch übrigens übliches Brauchtum, selbst bei Wikipedia, bei Hochzeiten ist der Autokorso. Und zwar dann hinten mit Hupen und Blechdosen. Und ich denke dann jedes Mal, wenn die an mir vorbeifahren, Mensch, ein Glück, dass du da nicht drin sitzt. Ja, aber die anderen sollen sich ja nur selber unglücklich machen, wenn sie es denn wollen. Und dann kommt wieder Detlef P. und schreibt, da geht es um männliches Macho-Verhalten. Ja, das glaube ich auch. Aber hallo, also weltumspannende Sitte oder Unsitte, Männer und ihre Autos. Und vor allen Dingen, wenn dann auch noch Testosteron dazukommt, also das als Kompensationsnotwendigkeiten von Männern mit ihren Autos. Das ist eine lange, lange, lange Geschichte. So, jetzt werde ich aber auch mal ernst, denn die derzeitigen Autokorsos sind so eben nicht wie nach Fußballspielen vorhersehbar und auch nicht von der Polizei so planbar, dass sie eben dann auch dann dabei sind und für eine Ordnung sorgen können. Sie sind häufig jetzt mittlerweile jenseits der Grenze der Ordnungswidrigkeiten. Da sind sie deutlich drüber als das, was wir bisher kennen, eben vor allen Dingen auch das Verhalten auf der Autobahn. Waffen haben selbstverständlich da überhaupt nichts zu sorgen. Und das Dumme ist, dass wir schließlich hier auch davon reden müssen, dass es eine Gefahr ist und zum Teil eben auch eine tödliche Gefahr. Und ich sage Ihnen das mal ganz persönlich, ich kann das auch nicht leiden, mir solche Idioten mit ihrem Macho-Gehabe reinzutun. Schlicht und ergreifend kann ich ganz schwer ertragen. Ich hätte auch keine Lust, im Stau zu stehen wegen solchem Affen. Habe. Und ich bin nur gerade in dieser Woche nicht verdächtig, den Innenminister zu loben. Aber das Phänomen ist erkannt. Das haben wir auch, glaube ich, sehr deutlich vernommen. Und es ist ernst genommen, und das ist völlig richtig, auch darauf direkt zu reagieren. Und das ist ja genau das, was es heißt. Polizei ist eine lernende Einheit. Sie nimmt neue Phänomene wahr, erforscht sie, versucht ihre Maßnahmen diesbezüglich anzupassen, dass sie dann entsprechend diese auch bekämpft. Und das ist ein selbstverständlicher Teil der Arbeit. Und das ist das laufende Geschäft und das machen die. Und da braucht es weder einen Kulturpessimismus einerseits und es braucht aber auch keine Heldenüberhöhung oder das, was sie gerade gesagt hat, ständiges Betonen von Glaubensbekenntnissen. Auch der Innenminister macht hier eindeutig seinen Job, drauf gucken, prüfen, Personalmaterial gewinnbringend einzusetzen, prüfen, ob weiteres notwendig ist, müssen natürlich auch prüfen, ob der Rechtsrahmen stimmt, also auch gerade dieser Nötigungstatbestand ausreichend in den 350ern von 15ern vom StGB mit drin sind. Dann müssen wir natürlich abwarten, auch die ersten Urteile und möglicherweise rechtlich nachjustieren an der einen oder anderen Stelle. Das werden wir dann sehen, das kann Polizei nicht alleine, da müssen wir gucken, wie es im juristischen System dann
läuft. Und übrigens, ich bin immer ein Freund, auch gerade von Nebenstrafen. Also Führerscheinentzug, wenn jemand deutlich nachweist, dass er zum Führen eines Fahrzeugs nicht geeignet ist, finde ich immer wunderbar, frei nach dem Motto, was nichts kostet, ist auch nichts. Konsequenzen sind dann immer interessant. Und ich würde natürlich auch durchaus interessant weitere Möglichkeiten prüfen mit Halterhaftung und Sonstiges. Aber bei den Worten musste ich doch ein bisschen schmunzeln nach dem Motto, inwieweit man dann möglicherweise, also da dachte ich, ne, Kollege Golland, Kevin mal so ein Bierchen getrunken und dann über Enteignungsfantasie im Bereich vom Verkehr jetzt nachgedacht. Ne? Fand ich spannend. Ich komme auch zum Ende. Ich würde noch hinzufügen, vielleicht mal ausloten von Aufklärung, Einbezug von Hochzeitsfeier, Ausrichtung und Frauen, die sind meistens vernünftiger in dieser ganzen Angelegenheit, nicht dass hinterher die Frau alleine bei der Hochzeit sitzt. Ich habe derzeit nicht das Gefühl, dass die Polizei das in NRW nicht im Griff bekommt. Die Phänomene kommen, die Phänomene gehen. Jetzt konsequentes Handeln. Innenminister berichtet uns im Innenausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bialas. Sie haben wahrscheinlich gesehen, dass eine Kurzintervention angemeldet wurde bei Herrn Kollegen Wagner. Sie können das auch gerne vom Platz beantworten. Das ist Ihnen überlassen, Herr Kollege Wagner. Ihr Mikro ist freigeschaltet. Ja, lieber Kollege Bialas, zum einen vorweg, die Abkürzung des Nachnamens ist leider eine häufig gestellte Forderung der Landtagsverwaltung bei der Einbringung von Anträgen. Zum Zweiten haben wir damit natürlich auch Ihre Recherchefähigkeit prüfen wollen, ob Sie in der Lage sind, den vollständigen Nachnamen herauszufinden. Sie haben den Test auf jeden Fall bestanden. Zum anderen bin ich begeistert über Ihr fußballerisches Fachwissen. Nur besteht natürlich ein deutlicher Unterschied zwischen irgendwelchen Autokurses bei einer Welt- und Europameisterschaft, die meistens innerhalb von Innenstädten stattfinden, oder dem Ausbremsen von Verkehrsteilnehmern auf der Autobahn, dem Blockieren von Autobahnen, dem Anhalten auf Autobahnen und dem Aussteigen auf Autobahnen, um Fotos zu machen. Und vielleicht müssen wir so lange darüber reden, bis nach einem solchen Fall der erste Tote auf einer solchen Autobahn wegen einer solchen Aktion zu beklagen ist. Und ich glaube, dass wir da dann schon deutlich machen sollten, welche Unterschiede es zwischen den Autokurses gibt, die Sie zu Beginn Ihrer Rede beispielhaft genannt haben, auch um das Ganze ein bisschen aufzulockern, verstehe ich ja, und dem, über was wir hier tatsächlich sprechen. Und in diesem Sinne, glaube ich, sollten wir uns auf das konzentrieren, was insbesondere auf unseren Autobahnen stattfindet und brandgefährlich ist und ein Teil einer Machtdemonstration bedeutet und auch die Verachtung unseres Rechtssystems ausdrückt. Kollege Bialas, wenn Sie möchten. Es gab ja auch andere Namen da drin, zum Beispiel Rainer Wendt. Hätte ich mich dann auch mal gefreut, wenn Rainer W. dann da gestanden hätte. Ja. So, das ist mal das eine, aber ich glaube, ich habe sehr, sehr deutlich klar gemacht, wo hier in dem Bereich der Spaß ist. Das habe ich auch sehr deutlich auf Ihre Implikationen bezogen und wo es tatsächlich um ein ernsthaftes Phänomen geht. Aber auch da eben sehr deutlich gemacht, dass ich nicht das Gefühl habe, dass die Polizei oder auch hier die Führung dementsprechend sich dem nicht deutlich stellt und dort auch die Maßnahmen bringt. Wie gesagt, ich bin nicht dafür da, die Regierung zu loben. Ich bin aber auch nicht dafür da, zu sagen, sie machen Mist, wenn sie es gerade mal nicht machen. Ja? Also das auf keinen Fall. Und sehr, sehr deutlich noch was anderes. Auch bitte nehmen Sie halt meine Einstellung zur Kenntnis, dass es schon eine Unterscheidung ist, ja, ob ich den deutschen Rechtsstaat verachte oder ob ich allgemein mich einfach testosterongesteuert saublöd verhalte. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bialas.